Hallo, ich bin Justin und in diesem Video stellen wir euch heute die MSI USB 4 PD100W Erweiterungskarte vor. Das ist die USB 4.0 Erweiterungskarte von MSI für euren Desktop-PC. Wir stellen sie euch kurz vor, zeigen euch, wie ihr sie verbaut und benutzt und was ihr bei der Kompatibilität alles beachten müsst. So, und dann packen wir das Ganze jetzt hier mal aus. Wir öffnen das einfach mal von der Seite hier. Ziehen jetzt erstmal die Karte raus. Haben wir hier schon ein Kabel unten drunter und noch ein Kabel. Legen wir das hier mal zur Seite. Machen hier die Karte auf. Und das Ganze vorsichtig mal hier raus. Legen das auch mal noch kurz zur Seite. Haben hier einmal die Karte. Wir nehmen hier einmal den JUSB-1 Anschluss, wo dieses Kabel dazu passt. Dann haben wir einmal noch den JU4-1 Anschluss, wo dieses Kabel dazu passt. So, um das Ganze mal noch kurz zu erklären, wir haben hier einmal den Power-In-Adapter, dann haben wir hier einmal den Heatsink für den USB-Controller, der unterhalb hier sitzt. Dann drehen wir mal kurz die ganze Karte. Wir haben hier einmal USB-C 1 und USB-C 2, haben beide natürlich USB 4.0, haben hier DisplayPort 1 und DisplayPort 2, beide in, also da kommt kein Videosignal raus. Dann kommen wir nochmal zum Wichtigsten. Wir haben hier unten einmal die PCIe-Lane. Wir haben hier das Signal, wo auf 4 Lanes verteilt ist. Die Karte ist aber auf 8 Lanes groß. Das heißt, ihr müsst schauen, dass das Mainboard auch 8 Lanes hat. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welchen Nutzen so eine Karte hat. Der hauptsächliche Nutzen dieser Karte liegt schon, wie der Name sagt, bei der 100 Watt Power Delivery Funktion. Das bedeutet, ihr könnt ein Endgerät über USB-C mit 100 Watt mit Strom versorgen. Außerdem natürlich interessant, die hohe Bandbreite bei der Datenübertragung. Über USB 4.0 sind bis zu 40 Gigabit pro Sekunde möglich und somit kann man schnelle SSDs damit betreiben. Dann ist da noch das Betreiben von externen Monitoren. Monitore connecten funktioniert wie bei der Thunderbolt 4 Karte, welche wir in diesem Video vorgestellt haben. Grafikkarte via DisplayPort mit der Erweiterungskarte verbinden, Monitor dann über USB-C an der Erweiterungskarte anschließen. Zu beachten ist, ihr müsst den entsprechenden Port wählen. Das heißt, wenn ihr an der Erweiterungskarte den DisplayPort 1 wählt, muss auch der Monitor an dem USB 1 angeschlossen sein. Dieses Feature wird besonders interessant, wenn ihr euren Monitor über USB-C mit Strom versorgen könnt. Dann braucht ihr für euren Monitor nur noch ein Kabel. Mit der Karte könnt ihr außerdem mehrere Peripheriegeräte über den USB-C-Port an der Karte anschließen und die Karte unterstützt die Funktion Dynamic Bandwidth Sharing. Wir zeigen euch jetzt hier mal noch kurz den Einbau der Erweiterungskarte. Wir haben hier jetzt gerade kein brandaktuelles und kompatibles Mainboard da. Wir wollen euch trotzdem noch kurz exemplarisch diesen Einbau zeigen. Uns fehlt ein USB 4.0 Anschluss, der bei eurem Mainboard da sein sollte. Und uns fehlt ein PCIe Slot. Bei uns im Fall denken wir uns jetzt mal die Grafikkarte auf dem ersten Slot. Wir stecken hier nachher die Erweiterungskarte ein, dass ihr das Ganze mal versteht. Wir suchen uns hier den USB 1 Anschluss jetzt hier mit dem mitgelieferten Kabel, welches wir bekommen haben. Wir haben hier oben ein blindes Auge, welches wir auch richtig rum reinstecken auf das Mainboard. Das machen wir jetzt mal kurz hier. Dann haben wir hier einmal noch den USB 4.0 Anschluss, der bei uns hier natürlich jetzt gerade fehlt. Wir denken uns jetzt mal kurz, dass wir uns den hier angeschlossen haben. Nehmen wir kurz hier die Karte uns zur Hand. Wir haben hier einmal den USB 4.0 Anschluss. Achten hier natürlich auch wieder auf das blinde Auge, was hier oben ist. Das heißt, wir stecken sie kurz einmal so rum rein. So, dann nehmen wir uns kurz das andere angeschlossene Kabel vom Mainboard, das USB 1.0. Schauen ebenfalls wieder aufs blinde Auge, stecken es richtig rum rein. In dem Fall fehlt uns jetzt gerade noch kurz das Netzteil. Hier kommt ganz normal ein 6-Pin-Anschluss vom Netzteil. Und in dem Fall könnt ihr das Ganze dann theoretisch in den zweiten Slot vom Mainboard einstecken, einbauen und somit wäre alles eingebaut. So, wir stecken jetzt das DisplayPort-Kabel in die Grafikkarte ein. Danach steckt ihr das andere Ende in die Erweiterungskarte ein, welche auf dem Mainboard verbaut ist. Wir haben jetzt hier in dem Fall das DisplayPort-Kabel auf dem Slot 1 verbaut von der Erweiterungskarte. So müssen wir auch das USB-C-Kabel auf dem ersten Slot einstecken.
MSI hat für die Karte eine Liste der kompatiblen Mainboards zur Verfügung gestellt. Den Link dazu haben wir euch unten in die Beschreibung gepackt. Wir gehen davon aus, dass wenn MSI neue Mainboards rausbringt und diese kompatibel sind, diese auch in der Liste hinzugefügt werden. Ruth Swanen von MSI erklärt in einem Livestream zum Launch der Karte, dass die Erweiterungskarte nicht mit Mainboards anderer Hersteller kompatibel sei. Someone has mentioned that it has a different brand motherboard, then probably it will not work with this USB 4 card. So the pin header, the Thunderbolt / USB 4 pin header, that's probably a proprietary connector. So you cannot mix it with other brand motherboards. Those pin headers look the same, but don't have the same signals in the same position. So it shouldn't mix different brands. Man braucht einen Thunderbolt 4 oder USB 4 Pin Header auf dem Mainboard und freie High-Speed PCIe Lanes. Wie vorhin schon gezeigt, hat die Karte einen eigenen Power-In-Adapter, um das Laden über USB-C mit 100 Watt zu gewährleisten. Zusätzlich sollte man auch beachten, dass das Netzteil stark genug ist, um auch die 100 Watt Erweiterungskarte auszuhalten, wenn sie auch über 100 Watt zieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle wichtigen Links sind unten in der Beschreibung. Gebt gerne ein Like und einen Kommentar ab.